Die haben mir aufgeschrieben, du darfst den Vluck erst von der Bühne lassen, wenn der nicht mehr sprechen kann. Jetzt hast du in der Hand, wie lange das dauert. Es gibt noch einen zweiten Preis. Das weiß ich nicht. Weißt du es? Ja. Ich könnte jetzt sagen ja, aber dann würde ich die Überraschung vorwegnehmen. Naja. Ich weiß ja nicht, wie viele Preise es gibt. Also einen weiteren Preisträger in dieser Kategorie, der zweite Grimme Online Award 2017 in der Kategorie Kultur und Unterhaltung geht an, jetzt muss ich Englisch sprechen. Wie war das? A, B, C, D, E, F, G, H. Ich habe echt, der Kölner Dom in 360 Grad und We Are. Jetzt habt ihr euch nach diesen ganzen eloquenten Journalisten einen weisungsgebundenen Schauspieler ans Podium gestellt, der entweder auswendig lernen kann oder ablesen. Ich habe mich für Zweiteres entschieden. Also jetzt kann ich, wo immer ich bin, die Illusion entstehen lassen, im Kölner Dom zu stehen. Das heißt, ich muss da jetzt ja gar nicht mehr hin. Also ist das jetzt gut oder ist es schlecht? Ich glaube, das ist die falsche Fragestellung. Es ist ein zusätzliches Vehikel, um Menschen mit Hilfe der Technik für Kultur und Geschichte zu begeistern. Und vielleicht entdeckt ja der ein oder andere junge Mensch im ersten Schritt die App, wodurch die Lust geweckt wird, im zweiten Schritt, falls die Möglichkeit vorhanden ist, den Kölner Dom nicht nur in der virtuellen, sondern auch eben in der realen Realität zu besuchen und zu erspüren. Außerdem kommt die App ja auch an Orte, die für mich als normaler Besucher so ja auch gar nicht zugänglich wären. Es ist äußerst beeindruckend und eine Erweiterung meiner Möglichkeiten. Und die Jury sagt, dieses Angebot setzt Maßstäbe für eine kreative und technisch exzellente Aufbereitung. Die multiperspektivische Zugänglichkeit des Weltkulturerbes Kölner Dom zieht in den Bann. Immersion der Extraklasse. Mehr davon. Herzlichen Glückwunsch. Lisa Weitemeier, Stefan Moll, Stefan Domke, David Ohndorf, Thomas Hallett und Dirk Meffert. Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch! 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 Ja, Sie schon wieder! Sie schon wieder! Sie schon wieder! Oh, ist das schön! Ja, herzen Sie sich alle, dafür ist hier Platz. Für Liebe ist hier immer Platz. Und vielleicht genau, kommen Sie in die Bühnenmitte, sonst ich möchte hier niemanden verdecken, der mehr geleistet hat als ich. Kommen Sie. So, nee, es steht wirklich niemand hinter mir. Vielen Dank der Nachfrage. Jetzt muss ich hier mal, also, oh ja, okay, ein Riesenfeld von Menschen, was relativ logisch ist, wenn man sich auch nur die Ausschnitte von dem anguckt, was möglich ist, dass das nicht einer alleine oder zehn, sondern viel, viel mehr Menschen mit sehr viel Kompetenz an den Start bringen müssen. Jetzt mal von jemandem wie mir, der technisch echt eine Nulpe ist, mit dem, was Sie erlebt haben, was möglich ist. Wenn wir spinnen, was können wir nächstes Jahr machen? Mit Riechen und Schmecken und... Tatsächlich haben wir gesagt, eine Sache fehlt noch, der Weihrauchgeruch, also 4D quasi. Ja, vielleicht. Aber gibt es, also ich meine, eher realistisch gedacht, aber gibt es gerade, wenn man im Bereich Virtual Reality unterwegs ist, habt ihr schon Punkte gefunden, wo ihr sagt, okay, das sind immer weitere Ausbaumöglichkeiten, als nächstes machen wir Finger ins Weihwasser? Tatsächlich eine Sache fehlt noch, und zwar unsere interaktive Kirchenglocke. Also wir haben eigentlich gesagt, wir wollen den dicken Peter läuten lassen mit einem Controller und dann bauen wir eine Replay-Funktion ein und dann kann man quasi seiner Mutter das Geburtstagsständchen auf dem dicken Peter läuten. Kommt oder vielleicht noch. Oder ein Wecker. Aber das ist nicht, wir haben es gerade in der Laudatio schon gehört, man denkt vielleicht im allerersten Moment, da muss ich ja gar nicht mehr hin, das ist ja... Sehr lustig. Habt ihr so in eurem Umfeld, das beruflich nichts mit euch zu tun hat, den Moment schon erlebt, dass jemand sagte, oh krass, da will ich mal hin. Jetzt, wo ich es gesehen habe, will ich da mal hin. Hier wird genickt. Da hinten. Ihr dürft alle. Ja, ich habe aus Amerika von ganz vielen Freunden gehört, wow, da möchte ich gerne mal hin, weil sie es nie gesehen hatten. Und gesagt haben, großartig, so ein Ort, der normalerweise für mich nicht erschlossen ist oder wo ich nicht normalerweise hingegangen wäre.
Und durch diese App ist das möglich geworden. Ich glaube, für Kölner ist es ein großer Augenblick, aber der Kölner Dom gehört eigentlich allen. Ja, leihweise. Unser Ansatz war, es gibt immer noch mehr Menschen auf der Welt, die den Kölner Dom nicht kennen, als die, die ihn kennen. Und das ist eigentlich Ansporn genug, so eine Möglichkeit zu schaffen, dass diejenigen, die ihn bisher noch nicht kennen, sich so anfixen lassen, dass sie sagen, wow, what a cathedral, da will ich unbedingt mal hin. Und ich glaube, ein Stück davon funktioniert auch so mit diesem Ding. Außerdem gibt es, glaube ich, auch immer Sachen, die man noch nicht gesehen hat, wie zum Beispiel das Einhorn, was jeder unbedingt mal im Dom gesehen haben sollte. Und das gibt es nur in unserer App. Also. So, Einhörner und Internet, das haben wir alle schon gelernt. Das funktioniert 1A. Einen ganz herzlichen Glückwunsch zum Preis und einfach hinten auf den Tisch legen. Genau, den nehme ich. Und dann sammeln Sie sich gerne alle in der Mitte. Oliver selbstverständlich dazu für ein Foto fürs Familienalbum. Oder für die nächste App. Oh, jetzt hier. So machen das die Profis. Herzlichen Glückwunsch an das zumindest ausschnittweise Team.